So, bei übelst gemütlichem Winterwetter gehe ich mal wieder auf Exkursion, und zwar von Dabendorf aus. Das ist südlich von Berlin. Geht es jetzt nach Glienicke, Zossen, Wünsdorf, Waldstadt. Ja, ich lasse mich einfach mal ein bisschen treiben. Wetter, Deluxe. Dann gucke ich mal, ob irgendwo ein paar Fußballplätze sind. Irgendwie mal ein Stadion in Zossen, Sportplatz. Und ansonsten mal gucken, ob es noch ein paar DDR-Spuren gibt. Irgendwelche Lost Places. Und ja, dann begleitet mich mal. Holla die Waldfee. Schöne Sache. Oh, sieht das schon mal richtig schön aus. Ja, feine Sache. Mal gucken, wie wir hier irgendwie weiterkommen. Und hübsch, hübsch. Aktueller Standort, ja, funktioniert man wieder nicht. Grob orientieren geht natürlich, aber passt irgendwie nicht. Jo, das ist die Funkmesskontrollstelle Glienicke bei Zossen, ehemals der Deutschen Post. Wurde 1963 errichtet und ist nun stillgelegt. So, in der örtlichen HO-Kaufhalle des Vertrauens gab es leckere Bananen. Jo, eines meine Ziele für 2024: mehr Wanderungen, mehr Touren, mehr Dokumentationen, mehr Spurensuche. Mal in der Natur, mal bei Lost Places, mal bei DDR-Spuren, mal auch auf sportlichen Wege, Fußball, andere Sportarten entdecken, erforschen und erleben und ja, viel unterwegs sein. Viel frischen Luft. In der Natur, in der Region, im Ausland, wo auch immer. Mal schauen, was das Jahr so bringt. Vorschlagen. Ich suche jetzt hier in Dabendorf erstmal den Preußen-Imbiss auf und hau mir erstmal was richtig Schönes hinter die Kiemen. Weht es jetzt wieder richtig ordentlich. Naja, Zossen ist jetzt nicht der Oberhammer. Also hier mittags spazieren gehen, naja, man kann so ein paar interessante Hinterhöfe entdecken. Und das Schloss kann man sich auch anschauen. Aber Einkehrmöglichkeiten, Mangelware und der Durchgangsverkehr hier, der ist natürlich ein Träumchen. Was haben wir hier? Die B96 geht ja einmal durch. Und die B246, naja. Auf jeden Fall, zum Glück hat es wieder aufgehört zu regnen. Und schaue mich mal hier noch ein bisschen um. Habe ein bisschen die Hoffnung, irgendwo doch so ein
eine kleine Einkehrmöglichkeit zu finden, wo man vielleicht mit Einheimischen ins Gespräch kommt, auf ein kleines Bierchen oder auf Kaffee oder was auch immer. Aber das ist leider so die Infrastruktur an Geschäften, Einkehrmöglichkeiten. Leider hierzulande lässt die Sache sehr oft sehr zu wünschen übrig. Ja. Leider. Das ist so, auf großen Wanderungen ist das dann echt ein Übel. Du kommst in so eine Stadt, die ja schon etwas größer ist, läufst einmal durch und ja, wirst dann doch mitunter ziemlich enttäuscht. Naja, gut, aber nicht meckern. Ne? Spannend ist es ja trotzdem. Ich guck mal weiter.